Uwe! Uwe! Mein Herz brennt! Da ist es schon vorbei. Ja, war irre geil, Leute. Willkommen zurück in Enderal. Ja, auf der Suche nach der letzten schwarzen Perle, um hier in der Hauptquest weiterzukommen. Und jetzt fehlt hier aus diesem Adelsgeschlecht die Perle. So, jetzt dürfen wir hier natürlich nicht einfach so rein. Was? Ich will rein. So, ist es das. Dann hört mir mal gut zu. Ich werde dafür bezahlt, niemanden, und zwar absolut niemanden, der nicht ausdrücklich erwünscht ist, hineinzulassen. Und wer seid jetzt bitteschön ihr, dass ihr meint, dass ich ausgerechnet bei euch eine Ausnahme machen sollte? Ich bin übelst fieser Mörder. Lass den Mist einfach. Lass mich durch oder ihr werdet es bereuen. Oh, na das klingt ja vielversprechend. Von wie viel sich lohnen sprechen wir denn hier? Nehmen wir gleich alles mit. 100 Groschen? 100 Groschen ist schon echt viel eigentlich. Na schön, her damit. Ich werde dann mal eben verschwinden. Die Wachen drin werden denken, dass ihr erwartet werdet. Aber kommt ja nicht auf die Idee, etwas zu klauen und euch dabei erwischen zu lassen, in Ordnung? Ich habe mir euer Gesicht bestens gemerkt. Also los, rein mit euch. Das ist jetzt auch simpel, ne? Wenn ich vor dem Typen stehe und mit ihm spreche, fragt er sie doch auch, warum hat der Einlasser ihn reingelassen? Und der ist doch sein Job im Arsch, oder was? Für 100 Groschen. Das ist aber nett, vielen Dank. Möge sein Licht euch leiten. Ich glaube auch nicht. Erwartet Meister Dalgais euch? Nee, natürlich. Geht einfach hoch, er ist in seinem Schreibzimmer. Ja, ich guck nur kurz. In seinem Schreibzimmer. Kitchen. Ach, cool, das ist beschildert. Irre. Artichocke, Leben entdecken. Ich muss hier mal kurz Zutaten abbauen. Nur ganz kurz. Ist hier noch Salz? Da. Oh. Das Problem ist, wenn ich jetzt mir wieder die ganzen Billigbücher einstecke. Hier wären wir jetzt auch reingekommen, glaube ich. Ja, genau. Man kann von hinten in die Küche einsteigen. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob ich halt den Schloss knacken müssen. Und die 100 Groschen sind mir wert. Können wir schlummern? Boah, Krankheitsheiltrank. Hier ist was los, Alter. Eisen. Für Eisen braucht kein Mensch. Oh. Alles gut. Ihr habt nur reingeguckt. Oh. Jetzt hier hin? Oh, der hat eine Schatzkammer, Alter. Okay. Das ist vielleicht was für später. Okay, gespannt, was er sagt. Oh, hier, nimm einfach mit. Wäre auch mal in Ordnung. Schlafzimmer. Geht nicht. Ja, bitte. Ich werde erwartet. Ich bin der Mächtigste der Mächtigsten und... Großartig. Ich hätte wissen müssen, dass dieser Söldner bestenfalls zum Kartoffelschälen getaugt hätte. Also, was wollt ihr? Mich ausrauben? Das würde ich mir nämlich in Anbetracht meines hochgeschätzten Keschan hier noch einmal gut überlegen. Ich will nur mit euch reden. Ach, mit mir reden wollt ihr? Ihr seid wirklich dreist, wisst ihr das? Aber schön. Ihr habt Glück, dass ich diesen Charakterzug an Menschen mag. Dann sagt mal, was ihr mir so Dringendes mitzuteilen habt. Und fasst euch kurz. Also ich brauche eure schwarze Perle. Was? Nein, da müsst ihr euch täuschen.
Ich weiß nichts von einem schwarzen Stein. Und jetzt raus hier. Irgendwas sagt ihr, dass ihr nicht ganz ehrlich zu mir seid. Ach, ist das so? Sag mal, wer glaubt ihr eigentlich, wen ihr hier vor euch habt? Ist mir doch Rille. Ich müsste nur meinen kleinen Finger krümmen. Und ihr würdet den Rest eures Lebens als Lustsklave in der Silberwolke verbringen. Ich hoffe, das ist euch klar. Und jetzt verschwindet gefälligst aus meinem Haus, bevor mir endgültig der Geduldsfaden reißt. Keshan, bring meinen Gast vor die Tür. Und sorg dafür, dass er dort bleibt. Kann Keshan mal die Mütze vollhauen? Jetzt reicht's aber hier. Etwas finden, das ihn unter Druck setzt. Wie machen wir das jetzt? Unbemerkt einzu... Ah, okay. Hätte ihn da was fallen lassen? Ja. Naja. So, unbemerkt heißt ohne Lampe. Guck mal, jetzt macht's Sinn hier, oder? Oh, falsche Taste. Was macht er? Ah. Vielleicht hätte man hier vorher gar nicht reingekonnt. So, jetzt sind wir schon mal unbemerkt hier drin. Jetzt müssen wir aber wieder irgendwie ins Büro, ne? Ist das nicht besser, wenn man das macht, wenn alle heiern? Haben wir noch Unsichtbarkeitstränke? Vielleicht ist das ja mal was. La 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 la, Wasseratmung. Unsichtbarkeitstränke, 2 Stück sogar. 15 Sekunden, das ist ja gar nichts, Alter. Wir können uns ja jetzt hier ohne ihr Bett hämmern, ne? Und warten bis es... Oh, doch. Nee, können wir nicht. Schade. Ist ja geil. Ihr wurde entdeckt. Also doch mit Unsichtbarkeit. Na komm, wir haben jetzt 2 Stück. Fahr! Spann die doch mal. Den unsichtbar gibt es hier und dort und überall. 15 Sekunden haben wir nur Zeit. Das ist einfach nicht viel. Ach stimmt, sobald man irgendwas benutzt, ist es im Arsch, ne? Oh Gott. Ich stehe nur hier oben überall. Nee, das ist kacke, das will ich so nicht. Das macht keinen Sinn, Leute. Können wir denn hier irgendwas Sinnvolles laden? Als wir hier eingedrungen sind. Okay. Das müssen wir schon nachts machen. Das hat sonst... Das nützt uns sonst nichts. Hör mal auf hier. Mann, ja, ich will doch nur raus, Alter. Oh, echt jetzt? Ihr könnt das jetzt nicht tun. Oh, ich das vorher gewusst. Du kannst ja auch nicht warten. Boah, ist das schlecht. Das wird die beste Folge überhaupt. Ich sag's euch. Das. Das, ey, die kommt jedes Mal von woanders. Die ist ja überhaupt noch nicht. Ach komm. Recht schon wieder. Weißt du, das, du kannst das ja gar nicht. Wie willst du das machen? Kein Bock. Also das ist mir so blöde, Alter. Ich muss ja irgendwie oben zur Tür kommen, sonst verbrennen wir ja schon einen Trank. Deswegen liegt hier Leben entdecken? Okay. Wo ist es hin, Alter?
Das haben wir doch vorher aufgesammelt. Ach nee, es liegt hier wieder. Alles klar. Natürlich, Freunde. Gelernt. Ach, wie, solange ich das Spawn... Ach, krass. Okay. Das ist ja finster. Was das Mana kostet. So. Jetzt gönnen wir uns einen Trank. Natürlich steht er direkt vor mir, Alter. Ist er schon vorbei? Können wir nicht sehen. Ist das scheiße? Nee, komm, Freund. Wir sind. Ohne Witz jetzt. Wie soll denn das da oben funktionieren? Hä? Da nützt mir ja Leben entdecken nichts. Kommen Sie zu, Alter. Dann geh ins Schlafzimmer. Vielleicht finde ich da den belastenden Eichelmassierer oder so weit. Dead, feine Kleidung. Das wird es wohl nicht sein. Boah, Malachite. Nice. Wer hat ihn nicht im Schlafzimmer zu liegen? Goldener Honigfein. Kann ich hier pennen? Nee. Wäre auch ein Knaller, Alter. Legst du hin, um alle anderen zu täuschen und dann hier jetzt wieder raus. Da habe ich bestimmt nicht, oder? Aha. Balkon. Zwischen Unrat und roten Laternen. Wow, voran die Flotte. Immer weiter, voran mit Ruhm und Ehre. Avi, du kommst. Ah. Ah, da war eine Kiste, habt ihr gesehen? Kann man denn hier oben irgendwo eindringen, oder was? Na, wer hämmert denn hier so weit aus seinem Haus ran? Warte mal. Hä? Alles klar, dann scheißen wir auf die Kisten. Dann. Wir können auch bei Tag einbrechen. Wir sind einfach nur mächtig gut. Etwas finden. So, jetzt. Okay, das haben wir jetzt bis hierhin richtig gemacht. Kinderspielzeug. Eine Geburtsurkunde. Ist der Schlüssel? Bestimmt nicht für die Schatzkammer, oder? Ortsmarkt. Mhm. Das war die zuvor verschlossene Tür. Hausschlüssel haben wir auch noch. Wollen wir uns denn erst noch kurz im Dings umgucken? Bin jetzt plötzlich abgehauen. Was steht denn eigentlich in der Geburtsurkunde?
Haben wir denn da? Oh, da wollen wir immer so upstyled. Sagt mir jetzt natürlich nichts, weil ich ja keine Ahnung habe. Verstehe, was das für ein heftiger Effekt sein soll, immer wenn man irgendwelche wichtigen Papiere liest. Ich bin wieder. Was zum Henker? Wie seid ihr hier wieder reingekommen? Ich habe keine Ahnung, was ihr mit eurem kleinen Einbruchsschauspiel erreichen wollt. Aber ich schwöre euch, dass ihr kurz davor seid, mich richtig wütend zu machen. Also raus hier. Habt ihr mich verstanden? Ich habe euch verstanden, aber ich komme nicht drum herum, mich zu fragen, warum ihr die Geburtsurkunde eines Sohnes habt. Obwohl ihr doch als kinderlos geltet. Was? Gebt das sofort her. Oder Keshan wird euch auf der Stelle eure dreckigen Pfoten abhacken. Ihr habt die gar nicht bei. Euer Auftraggeber? Tja, ihr macht mir doch was vor. Ich könnte euch hier und jetzt töten lassen und niemand würde euer Verschwinden bemerken. Nee, ich bin der Prophet, Mann. Ihr. Na schön. Also was wollt ihr von mir? Wenn es euch lediglich darum gehen würde, mir zu schaden, wärt ihr mit der Urkunde nicht zurückgekommen. Ich schlage euch einen Handel vor. Ich sage euch, was ihr wissen wollt. Und ihr behaltet das mit dem Kind für euch. Und glaubt mir, wenn ihr euch nicht an unsere Abmachung haltet, werde ich dafür sorgen, dass man euch findet. Wie auch immer. Ich will die Wahrheit über den schwarzen Stein. Das war abzusehen. Gut. Also, es ist zwar wahr, dass sich der Stein früher in meinem Besitz befand. Aber es ist auch wahr, dass ich ihn mittlerweile nicht mehr besitze. Das Ding, dessen Geburt dieses Stück Papier in euren Händen bescheinigt, hat ihn, wenn es denn noch lebt. Nennt ihn nicht so. Dieses Ding verdient es nicht, den Namen der Familie zu tragen. Aber ja, das Kind hat ihn, wenn ihn überhaupt noch jemand hat. Ich fürchte, ich muss etwas weiter ausholen. Es war vor 7 Jahren, mit meinem alten Weib. Zuerst glaubte ich, es handle sich um eine Fügung des Schicksals. Aber als ich sah, was sie da geboren hatte, dieses Kind war eine Abscheulichkeit. Das war alles. Nur kein würdiger Nachkomme für das Geschlecht der Dalgais. Missgebildet. Das wäre die Untertreibung des Jahrhunderts. Er hatte Geschwüre im ganzen Gesicht. Und sein linkes Bein war ein einziger Klumpen. Der Apothekarius meinte, dass es ein Wunder sei, dass er die Geburt überhaupt überlebt hatte. Ich habe ihn fortgegeben. Und bitte tut mir einen Gefallen und behaltet eure Entrüstung für euch. Ihr würdet meine Beweggründe nicht verstehen, selbst wenn ich sie euch erklären würde. Was soll sie schon dazu gesagt haben? Sie hat natürlich geweint, wie ein Sturzbach. Aber es war das einzig Richtige. Außerdem ist sie ohnehin nicht mehr. Nirgendwohin. Das hat jemand für mich übernommen. Mein Weib hat ihn aus der Schatzkammer gestohlen und dem Jungen mitgegeben, bevor er weggebracht wurde. Vermutlich hielt sie ihn für einen einfachen Edelstein und dachte, er könne ihn verkaufen, wenn er älter wäre. Aber mir war es ohnehin recht. Den Stein zu kaufen war ohnehin die größte Narretei, die mein Vater jemals begangen hat. Jeder weiß doch, dass mit diesen Steinen etwas nicht stimmt. Und vermutlich war das Einzige, was mich davon abhielt, ihn schon vorher zu entsorgen, eine Art Pflichtbewusstsein gegenüber meinem Vater. Und weil ihr ohnehin fragen werdet, soweit ich weiß, hat man das Kind irgendwo im Südosten der Pulverwüste aussetzen lassen. Schön, ja, das war in einem kleinen Dorf namens Silberhain. Und wenn dieser Stein noch existiert, dann findet ihr ihn vermutlich dort. Und jetzt her mit dem Pergament. Und dann verschwindet. Ich habe meinen Teil der Abmachung gehalten. Danke. Und jetzt verschwindet.
So, okay. Haben wir ja das, was wir wollten. Jetzt müssen wir in die Pulverwüste. Jetzt brauchen wir erstmal einen. Ich vergesse mal, wo hier der. So viel zu tun. Wieder Kohle für die Myradenwerder spenden. Ich bin der Einzige, der dieses ganze Business, diese ganze Branche am Leben hält, ja. Ich habe hier noch keinen Myraden sonst fliegen sehen. Haben wir denn einen. Ja, Silberhain, okay. Oh Gott, da waren wir ja noch nicht mal ansatzweise. Da gibt es auch keinen Turm. Oh, wenn wir bitte auf die Fresse bekommen. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Am besten wäre, wenn du mich direkt dahin bringst. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Weiter. Welche das sind? Ach Gott, das ist manchmal wäre hier eine genauere Beschreibung geiler, ja? Warte mal. Dünenheim. Ist der hier bei Quellwacht? Aber da wird es keinen Weg geben, ne? Boah, ey, das wird keine coole Reise, glaube ich. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Wie wir schon gemacht haben, nur um diese Steine zu finden, ja. Aber es wäre cool, wenn uns jetzt mal irgendwie einer von den anderen beiden uns begleiten würde regelmäßig. So, Hut auf. Hier kriegst du einfach kein schönes Wetter. Komme ich denn da jetzt am besten hin? Wenn ich jetzt hier lang latsche. Hier hat mich dieser komische Knochenkahl mal behakt, ne? Ich habe jetzt überhaupt keinen Bock gerade, wieder so einen Haufen Gegner in den Arm zu laufen. Die stehen ja nun mal überall rum, ja. Aber man versteht halt, dass sie alle unter der Erde wohnen. Wollte ich auch machen. Sind den ganzen Tag nur den Scheiß hier im Auge. In den Lungen. Also ich hoffe, er ist tot, ne? Dass das, was man schon erschlagen hat, auch so bleibt. Ist jetzt mehr Wasser? Vorher nicht so gewesen, ne? Jetzt kannst du aber aufhören. Man hätte halt so keine Lust, sich umzugucken.
Na, ihr zwei? Was ist denn jetzt hier oben dann so richtig was? Scheint denn noch richtig was zu sein? Oh, Digga! Oh, oh! Jetzt rennt er weg. Er kommt hier nicht raus, oder was? Was macht er denn? Ich hab vergessen, wie ich irgendwelche Dinge einsetze. So wie er mein Schwert einfach wegnimmt. Oh, wir kriegen den Pfeil in den Nacken. Da ist auch ein Tor. Ich werd verrückt. Also, es wäre jetzt nicht kein Problem gewesen. Alter, wer bist du denn? Ah, das ist ein Affe. Ah, das ist noch ein Affe. Ich hab. Mann! Wo sind die jetzt wieder her? Alter! Ich mach nichts. Nur auf Durchreise. Selten. Oh, das ist noch so ins. Du siehst doch nichts. Schon wieder Drauger. Ja. Ach, mein. Ja. Ach, das ist, weil du hier rumpunnerst. Ich weiß nicht, diese Schnelltasten, ey, ist wieder alles anders, ne? Halt ich nicht aus. Halt ich nicht aus. Ist das euer Ernst? Boah. Nee. Ich will jetzt aufhören. Diese verschwendete Zeit dauert. Einfach nur, weil du hier so einen dreckigen Nebel in die Fresse bekommst die ganze Zeit. Ey, ist ja noch schlimmer. Ey, das macht doch keinen Spaß, Alter. Ja, und ich hab hundertprozentig, ja, in meinem fucking Favoritenmenü. Keine Ahnung, was er aufmacht. Ja. Das Schattenöllicht auf 5. Ich habe 1 Million mal F3 gedrückt. Wo ist meine Spinne, Alter? Habe ich nicht mehr, oder was? 4. Das ist doch scheiße hier, ey, wirklich. Der Weg. Nee, das finde ich nicht cool hier. Es wäre dieses ständige F5-Bashing. Jetzt sind hier. Was soll denn das, Mann? Ein bisschen was ewig vergiftet, ne? Ich verrecke gerade an dem Zeug. Ach man. Ein Biss. Das ist echt heftig, das Zeug, wenn die Kiefer dich beißen.
Und ich hätte das genauso, habe ich mir das vorgestellt, hat er. Das ist wirklich Wasser. Ist der Ebbe und Flut etwa? Eigentlich noch ein Trank für Ausdauer? Festigung. Natürlich mal rein, meine Lebensenergie war fast voll von dem Trank. Ich weiß nicht, ey. Dann guckst du dich ständig rein. Ich hab nichts, was entgiftet, ne? Scheuert. Zack mag das ja sonst, so Gebiete zu erkunden, ne? Dass man jetzt nicht überall schnell hinreisen kann. Voll geil, aber wenn du dabei nichts siehst, dann ist Kacke. Es umbringt. Ah, es ist nicht schön. Speicher ist so wichtig. So, für das echte Leben halt, ne? So, normal, Freunde. Es interessiert die ja doch nicht, ne? Ach, 7 Stück. Ja, er nimmt doch. Und so habe ich ihn jetzt ausgewählt, dass ich Silberpfeile schieße. Nur mal so für mich jetzt so. Ja. Oh, kannst du voll abhaken hier, ey. Das bockt doch nicht. Hat er hier mal aus der Tasche geholt nebenbei. Ja, nur dass ich gespeichert habe. Ey, es ist einfach nur. Sorry, aber. Ich habe für so einen keinen Nerv. Wir sind Blödsinn hier. Ja! Was soll das denn, Alter? Ja. Alter, wer seid ihr? Ich habe keine Ausdauer mehr. Deswegen passiert dir nichts. Gleich fettet Level ab. Bewachen die da irgendwas? Ja, eine mehr, wo ich. Also, Mana ist mittlerweile so das Mächtigste, was wir haben.
einfach. F5. Oh ja. Das meine ich jetzt. Ich würde die Uhr gern gucken. Guck mal hier. Boah, die hat's in sich. Nein, Digga, hol ihn. Das hat gut geklappt. Direkt mal wieder vergiften lassen. Oh! Ist da noch einer? Oh. Und schon wieder lebenslang vergiftet. 10 Spinneneier. Ich möchte nicht mehr, ne? Haben wir da mittlerweile eigentlich mal einen Heilungszauber? Gibt übrigens auch eine Errungenschaft dafür, wenn man am Arkanfieber verreckt. Muss man auch erstmal schaffen, ja? Oh, schon wieder eine Spinne. Mann, ich will nicht mehr. Wir müssen. Ey, was das ein Pfad ist? Ob es vielleicht einfacher ist, über die Berge zu klettern? Aber das sieht nicht wirklich machbar aus. Oh, es haut aber rein, Alter. Ja, das ist das Gift. Deswegen ist er irre. Keine Ausdauer mehr. Wird einfach komplett weggelutscht die ganze Zeit. Oh nein, warum denn jetzt ein Puma? Oh. Ah. Schön weggenascht. Wir sind da wieder gestanden. Aber die haben es, ich denke, die haben es gebraucht, ne? Nein, das ist ja die große nochmal. Ey, ich hab doch gerade F5 gedrückt zwischendurch. Nee. Jetzt wird's langsam ultra dreist. Geh weg. Die ist tot? Nee, die gleitet. Ich will mich von euch nicht nochmal beißen lassen. Hundertprozentig. Hab ich definitiv zwischendurch gemacht. F5. Brauchen wir eh gleich wieder. Das ist sowieso alle 2 Meter. Ist ja irgendwie. Wo sind die jetzt hergekommen? Ich möchte mich schon mal entschuldigen, dass die Folge hier so kacke ist.
Ja, jetzt hat die mir das geklaut. Ich mach den schön Damage zwischendurch. Da, warum? Wie sie wirklich erst anfängt zu kämpfen, wenn das Vieh fast tot ist. Das war ja mal richtig assi eben. Jetzt, als ob sie auf den Kill gewartet hat. Schön KS. Weil hier waren wir doch schon mal. Oh, die schönen Affen. Bin bloß auf Durchreise. Oh, der rennt mir hinterher, ne? Wer sind Sie, Sir? Besessener. Ich wünsche einen schönen Tag. Ich kann eher sie mit dem Affen anfreunden. Was passiert hier gerade? Kalia suchen? Warum soll ich die jetzt hier suchen? Macht die jetzt hier? Hey da, Gevatter. Was tut ihr denn so weit draußen? Und auch noch um die Uhrzeit. In ein paar Stunden kommen die Knochenreißer aus ihren Höhlen. Und wenn euch was an eurem Leben liegt, würde ich zusehen, dass ich dann weit weg von hier bin. Verstehe. Ich hatte auch nicht vor, hier länger zu bleiben. Ich suche ein Dorf namens Silberhain. Ob ich davon weiß? Das könnte man so sagen. Hinter diesem Tor befindet sich das Tal von Silberhain. Und, wisst ihr was? Ich wollte zwar gerade die Tore schließen, aber wenn ihr sowieso auf der Suche nach unserem Dorf seid, kommt doch einfach rein. Zur Mittagsstunde mache ich hier wieder auf. Aber die Zeit könnt ihr ja nutzen, um das zu suchen, was ihr da drinnen sucht. Was meint ihr? Madame Talara brennt vorzüglichen Bananenschnaps, falls das irgendetwas für euch wiegt. Klingt geil. Ihr seid aber sehr... Ja, habe ich mir auch gedacht. Dass er uns einfach so reinlässt, ja? Das weiß ich natürlich nicht, aber irgendwo muss Vertrauen ja anfangen, oder? Und ich habe bei euch ein gutes Gefühl im Magen. Das muss vorerst genügen. Okay. In Ordnung. Das freut mich doch zu hören. Dann mal hinein. Danke, vielen Dank. Echt cool. Ich bin auch sehr vertrauenswürdig. Habt ihr was zu klauen hier? Warum muss denn jetzt alles... Ja, es hat ja nicht gereicht, dass es draußen neblig und dreckig ist. Jetzt kriege ich hier noch so einen Schwarz-Weiß-Filter rüber gehämmert. So, unser Dorf erreicht ihr, wenn ihr der Straße folgt. Irgendwann kommt ihr dann zur Oase. Ich war da schon fast direkt da. Direkt dahinter an der Klippe zum Strand liegt Silberhain. Wir haben es wirklich schön dort. Es wird euch gefallen. Seit der Junge die Silberader entdeckt hat, lebt man hier wirklich wie in Inodan. Also, schreitet wohl. Oder habt ihr noch irgendwelche Fragen? Wer ist der Junge? Na, genau das, was ich sage. Silberhain war nicht immer der schöne Ort, der es jetzt ist. Früher war das Leben hier hart. Aber eines Tages brachte ein Unbekannter ein Findelkind zu uns ins Dorf. Der Kleine hatte damals eine schreckliche Krankheit. Und deswegen hatte man ihn vermutlich ausgesetzt. Uwa nahm ihn bei sich auf. Und vor nun 4 Jahren fand der Junge beim Spielen eine Silberader in einer kleinen Höhle. Tja, und dann kam der Wohlstand wie von selbst. Der Junge ist wirklich ein Segen. Ohne ihn ginge es uns jetzt vermutlich noch schlechter als vor seiner Ankunft hier. Er heißt Rineus. Zumindest war das der Name, der auf der Decke gestickt war, in die man ihn eingewickelt hatte. Naja, vielleicht seht ihr ihn ja sogar selbst. Ja, das ist wahrscheinlich der Junge, den wir suchen. Ihr stellt ja viele Fragen. Aber ja, das war er. Er hatte lauter...
Geschwüre im Gesicht und sein linkes Bein war vollkommen verklumpt. Aber schon kurz nachdem Ulber ihn bei sich aufgenommen hat, begann die Krankheit zu heilen. Vielleicht war es das Klima, vielleicht die Kräuterwickel von Talara, vielleicht aber auch die Liebe, die ihm hier entgegengebracht wurde. Ich weiß es nicht, aber es ist ja auch unwichtig. Wollt ihr sonst noch was wissen? Ansonsten würde ich mich jetzt mal ein paar Stündchen in die Schieflage begeben. Ja, mach mal. Ach stimmt, wir hatten Kopfschmerzen, wir sind umgefallen auf jeden Fall. Kopfschmerz? Ich bin leider kein Apothekarius, wie ihr sicherlich sehen könnt. Aber wenn ich raten müsste, dann würde ich sagen, dass das etwas mit dem Wetter zu tun hat. Das schlägt vielen, die nicht aus der Gegend kommen, erstmal übel auf. Na gut. Ihr auch. Bis demnächst. Und genießt eure Zeit hier. Danke, schlaf schön. Ja, okay. Also das ist ja dann definitiv der Junge. Da wird er jetzt, wenn man ihm das bestimmt später erzählt, sich so ein bisschen wie ein Arsch verkommen, oder? Aber da wäre ich auch nicht von ausgegangen, dass man das einfach wegheilen kann, Alter. Entweder du hast einen Klumpfuß oder das Kinn. So, Leute, aber wir machen hier heute Schluss. Ich bedanke mich, dass ihr durchgehalten habt. Sorry für die schlechten Sichtverhältnisse und so. Ihr kennt das ja, wir hatten das schon mal. Und dann gucke ich mal, dass ich das irgendwie überbrücken kann wieder. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Enderal wieder. Schönen Abend, haut rein.